Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. Beim letzten Mal sind wir mit Eve tatsächlich ganz gut durch den Keller gekommen und dieses Mal, naja, wer ist eigentlich so als nächstes dran? Ich kann mal ganz kurz überlegen. Ich kann auch einfach nachschauen, sonst fällt mir das nämlich sowieso nicht ein. Das ist Samson, oh, na Wahnsinn. Ich hatte irgendwie jetzt an der Säse gedacht. Na gut, es ist erstmal Samson dran, der muss auch irgendwie da durchkommen. Und ich glaube, inzwischen sind wir ja schon so weit, dass wir tatsächlich auch Idlifs bekämpfen müssen. Naja, ich hoffe, das wird was. Get in the box, steht da einfach mal. Und wir sind im Burning Basement gelandet. Na, vielen Dank. Und es sind, ich bin zu blöd, ne? Ich bin definitiv zu blöd für die komischen gelben Fliegen bisher. Ich glaube, ich muss schneller anfangen, mich zu bewegen. Ich muss mich einfach mehr beeilen, mehr in der Gegend rumlaufen. So, wir haben natürlich die Blattlast natürlich schön von Anfang an. Das ist ganz schön. Je mehr wir hier töten, desto besser. Da komme ich überhaupt nicht dran. Das ist irgendwie traurig. Vor allem, ich sollte vielleicht zumindest das Feuer da ausmachen. Der Rest ist nicht so wichtig. Aber das Feuer ist ein bisschen nervig sonst. So, wenn ich die töte, dann gibt das, glaube ich, nehme ich an, zumindest Aufladungen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn die am Feuer sterben, ob ich dann auch Aufladungen kriege für meinen Blattlast. So, es ist ein großes Stockwerk hier, wa? Es sieht zumindest relativ groß aus für ein erstes Stockwerk. Na, wo willst du denn hin? Biegt er nochmal ab, bevor ich ihn töte. Ha. Judgment. Judge lässt, was auch immer. Ich konnte es leider nicht ganz lesen, was da stand. Ist aber nicht so schlimm. Oh, das sind tatsächlich auch wieder eine Menge hässliche Fliegen. Ich hätte eigentlich auch ganz gerne erstmal die schießende Fliege getötet. Ah, na also. Das war natürlich gerade alles gekonnt, dass ich da so knapp ausgewichen bin. Ist ja klar. Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Oh, 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 oh. Bitte töte den mal schnell. Der macht zwar auch den Bub kaputt, aber der macht auch ganz schön viel anderen Kram kaputt. Eieiei. Wenn der sich entscheidet, direkt neben einem zu spawnen, ist das nicht so geil. So, ich gehe erst nochmal weiter zurück und schaue mal, was wir da noch so haben. Der Itemraum ja auf jeden Fall noch. Und wir haben ja auch genug Leben rum. Oh, warte mal. Wenn ich, oha, wenn ich gedrückt hatte, dann kommen da mehr Informationen jetzt. Burning Basement 1, Judge lässt hier be judged, sagt die Karte. Das ist ja interessant. So, Bomben wären eigentlich gar nicht so schlecht. Das sind nämlich schon, das ist der zweite blaue Stein schon. Und dann ist da noch so eine Truhe, die ein bisschen, ja, von ein paar Steinen beschützt wird quasi. Ich habe das Gefühl, ich kriege überhaupt keine Aufladung für meinen Blattlast. Das ist nicht gut. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich gerade irgendwie stärker werde in irgendeiner Art und Weise. Pro getötetem Gegner oder von mir aus auch pro Raum. Von beidem. Bei beidem wirkt es nicht so. Ich habe das Gefühl, ich mache immer noch genauso wenig Schaden, wie als ich hier gestartet bin. In dem Stockwerk. Auf dem Stockwerk. Auf dem Stockwerk, sollte man sagen. Nicht in dem Stockwerk. So. Alles dort. Einen Schlüssel gibt's. Nicht, dass ich den dringend brauchen würde. Ich mache auch mal lieber den ganzen Pup kaputt. Ich habe gerade noch nicht unbedingt das dringende Bedürfnis, mit Samson tatsächlich schon den Time Run zu schaffen, sondern durchkommen genügt mir erstmal. Das ist erstmal der deutlich wichtigere Teil, überhaupt das Ganze zu schaffen. Samson ist ja auch nicht unbedingt einer meiner stärksten Charaktere. Die Flaming Tears, das ist schön. Die gefallen mir. Die sind eigentlich gar nicht schlecht. So, wir haben tatsächlich mindestens zwei Bomben gekriegt. Das ist schon mal gut. Können wir das sprengen? Bekommen wir ein bisschen Kram für. Das ist eine Bombe mehr. Die kann ich auch dafür dann tatsächlich verwenden. Oh, fein. Das auch noch. Und da brennt die Au! Die Spinne weg. Warum ist die explodiert, die Spinne? Fand ich es nicht in Ordnung. Explodieren denn brennende Gegner? Nein, ne? Eigentlich ein... Okay, es besteht scheinbar eine Chance, dass Sachen explodieren hier. Ich kann durch mein Feuer immerhin durchlaufen, das ist schon mal gut. So, ganz ehrlich, jetzt... Ach, das ist so einer, das ist ja ganz toll. Eins, zwei, drei, vier. Komm, gib mir was. Du blöder Misttyp. Warte mal, hier da stand was von Leben. Ja, da ist noch ein bisschen Leben. Da ist sogar noch eine ganze Menge Leben. Perfekt, hier ist noch mehr Leben. Und da oben gibt es auch noch mehr Leben. Das ist wunderschön. Das heißt nämlich, ich kann hier dem noch ein bisschen mehr geben und vielleicht gibt er mir dann auch noch was. Sowas hatten wir eigentlich nicht gehofft. Speeddown, ja, genau, das auch noch. Komm. Oh. Balls of Steel, ja, schön, aber
hätte lieber eigentlich, dass der mir noch was anderes gegeben hätte, irgendwas Sinnvolles. Die Frage ist, gehe ich jetzt tatsächlich nochmal zurück, um das auch noch zu kriegen oder eher nicht so? Also um noch mehr zu kriegen, ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich verziehe mich lieber. So. So viel Leben haben wir dann nämlich nicht mehr. Flup. Oh, ein Goathead. Ein Goathead ist schön. Ein Goathead ist sehr, sehr schön. Oh Gott. Das ist ein besonderer Horn. Das ist ein ziemlich hässlicher besonderer Horn. Finde ich. Ich meine, er brennt. Das ist... Uah, das ist ganz schön. Der ist jetzt aber schnell gestorben. Gute Güte. Ja, komm. Bin sowieso sehr langsam, ich kriege das zeitlich eh nicht hin. Ich habe so viel normales Leben da jetzt noch. Normales sage ich schon, das ist eben gerade kein normales Snizzle, du Held. Blaues Leben, das, ich glaube, das lohnt sich tatsächlich da noch, dem vielleicht ein bisschen was zu geben und zu hoffen. Och, dammit, du bist doof, warte mal. Wenn der mir jetzt noch was gibt dadurch, ne? Nein, oh, du bist ein... Dreckiger, doofer, mistiger. Ich mag dich nicht. Dammit. Das wäre jetzt so schön gewesen, wenn ich durch die Bille das dann wenigstens noch... Dann hätte ich mich wie ein richtiger Pro gefühlt. Offenbar bin ich aber kein Pro. Oder wurde einfach noch von dem Spieler ein bisschen verarscht, wie auch immer. Natürlich viel zu lange gebraucht für das Stockwerk, aber hey... So, und da ist natürlich jetzt wieder unser schönes, da brennt mir der Kopf, unser, wie heißt es, Dingenskirchen. Unsere Stärke ist da wieder weg, unser Blattlast, genau, Blattlast war das Wort, das ich gesucht habe. Oh, ein halbes Leben, warum nicht? In die Arkade gehe ich bestimmt später auch noch rein. Nicht jetzt, aber bestimmt später noch. Stirb! Sie ist explodiert. Die Träne und der Typ. Oh, Geld. Geld und Bomben. Gerne. Gerne, gerne. Gerne, 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 gerne. So, was haben wir denn da? Komm, den nehme ich direkt mit. Schrink. Shot. Ich gucke aber dämlich aus der Wäsche gerade. Wow. Also, bedeutet das jetzt tatsächlich, dass meine Schüsse die Gegner verkleinern? Oder, heißt das einfach nur, dass meine Schüsse kleiner sind? Also sieht nämlich gerade ein bisschen aus, als wären meine Schüsse kleiner, was irgendwie nicht so geil wäre eigentlich. Sie sehen gerade ein bisschen so aus. Das kann ja nicht alles sein. Das wäre ja ein Item, das quasi schlecht ist. Eigentlich in allen Lebenslagen. Ich wüsste nicht, wie das jemals gut sein könnte. So, es wäre cool, wenn da hinten irgendwie das so explodiert, dass ich da vielleicht dran käme. Passiert aber scheinbar nicht. Dammit. Schade. Egal, dann spreng ich es tatsächlich auf. Der guckt irgendwie so belämmert gerade. Oh, ja, warum nicht? Ich habe ja nichts anderes. Jetzt explodiert... Ich wollte gerade sagen, jetzt explodiert er nämlich wieder. Machen wir das mal so noch. Da oben gibt es nämlich noch einen blauen Stein. Da gibt es wunderschön noch ein bisschen Leben. Warum nicht? Das nehmen wir natürlich gerne mit. Ah. Muss ein bisschen aufpassen, dass ich keine Gegner direkt vor mir töte. Oh, Speed up. Sehr gut. Mein Speed direkt wiedergekriegt, das ich zwischenzeitlich mal verloren hatte. Ist da unten noch irgendwas Interessantes? Die Arkade im Prinzip. Und, ach, ich bin blöd. Warum bin ich eigentlich nicht in den Shop reingegangen? Schaden tut's ja nicht. Ich habe ja einen goldenen Schlüssel. Flup. Nö, das kann ich leider nicht. Das ist traurig. Dann machen wir zumindest mal hier noch 100 rein. Star Upgrade Level 2. Wenn ich jetzt hier raus und wieder reingehe, ne? Nö, funktioniert natürlich nicht. Schade. Arkade, Arkade, ja komm, Arkade. Gehen wir noch in die Arkade. Zocken wir noch ein bisschen, weil warum nicht? Kann man immer mal machen. Schadet nicht, glaube ich. Na, kann doch schaden. Egal, passt schon. Bisschen zocken. Läuft. Nö, das will es nicht. Das ist aber traurig. Gibt es aber ein bisschen Leben immerhin wieder. Ich merke gerade, dass das könnte passieren, dass der mir gleich hier irgendwie dann in im Gesicht explodiert, der Dude. Wenn da irgendwelche Fliegen kommen. Das wäre natürlich dämlich. Dann würde er sich praktisch selbst in die Luft jagen. Oh. Skatole. Fast hätten wir wieder Skatole gehabt. Es gab ja mal eine Zeit, hatte ich das irgendwie gefühlt in jedem Run. Wow, da explodiert er tatsächlich. Na, schade. Ich dachte, ich kriege das vielleicht noch da oben geschubst.
War aber nix. So, Schlüssel und Geld, passt schon. Jetzt habe ich keine Bombe mehr, das war vielleicht gar nicht so clever, das so zu machen, naja. Naja, dafür haben wir Schlüssel, ganz viele. Auch immerhin ganz schön. Sind mir ehrlich gesagt ein bisschen wichtiger. Weil nicht in den Itemraum reinkommen, das wäre schon richtig doof und das wollen wir nicht. Das heißt, dann lieber da. Ich dachte gerade, der schießt jetzt irgendwie einen Strahl auf mich, aber es ist nicht Monstro 2, noch nicht. Ich mag das übrigens, dass ich die Gegner dotte. Dotten ist toll. Dotten macht Spaß. Ich bin ein großer Freund von Dots. Damage over time übrigens für die Leute, die mit sowas nicht irgendwie konform sind. Oh, Range Up. Ja, warum nicht? Mom's Underwear. Underwear vor allem. Jo, ich nehme den. Na, ich nehme den Pakt natürlich mit. Pakt ist immer schön. Das nehmen wir auch mit. Schön, 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 schön. Jetzt warte mal. Ganz ehrlich? Den Book of Belial. Für ein Herz nehme ich das auch noch mit. Das ist zwar jetzt natürlich ein kleines bisschen riskant alles, aber. Das kriegen wir schon hin. So, da unten will ich jetzt gerade gar nicht rein. Das brauche ich, glaube ich, auch gar nicht. Oh, ich schieße jetzt richtig schön schnell. Hahaha. Ha, ha, ha. Vorsicht. Da ist er gerade geschrumpft. Habt ihr das gesehen? Der ist tatsächlich geschrumpft, der Gegner. Haha. Da schon wieder. Oh, das ist witzig. Ich wundere mich gerade, dass das jetzt irgendwie manchmal passiert und die ganze Zeit davor nicht. Naja. Passt schon. Ich strahle ein bisschen Feuer auch, also Licht auch aus, ne? Ich strahle Feuer aus. Das schimpft doch schon wieder. Auf dem Stockweg davor ist es nie passiert. Ich weiß nicht warum. Oh. Los, ich will was anderes. Na komm, ich warte erstmal noch. Vielleicht kriege ich noch was anderes. Vielleicht kriege ich noch mal ein bisschen Geld. Au, 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 au. Vorsicht, wollte ich sagen. War schon ziemlich doof da gerade. So, was ist denn der schwarze Pug? Was tut der denn? Sag mal. Oh! Oh, cool! Der ist ja tatsächlich sinnvoll, ne? Plöpp. Kann man Gegner mit verwirren. Wie geil. Den kannte ich auch noch nicht. Der ist auch neu. Kaboom! Da explodiert die kleine Spinne. Na, so. Komm, Book of Belial. Wir kriegen sowieso zwei neue Aufladungen hier. Also ich frage mich echt, warum das Kleinerwerden nie geprockt ist auf dem anderen Stockwerk und jetzt halt öfters mal. Immer mal wieder. Ist irgendwie faszinierend. Vielleicht ist das ein Bug, dass das auf demselben Stockwerk, wo man es einsammelt, noch nicht irgendwie passiert oder so. Ich weiß es nicht. So, wir gucken mal, ob bei den komischen... Ist auch nicht so toll. Nö, ich scheine irgendwie drei da reinwerfen zu müssen, damit das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Wir können es mal ausprobieren, wenn ich noch zwei Münzen finde. Ob es vielleicht tatsächlich immer so ist oder immer so sein könnte. Fände ich natürlich nicht gut tatsächlich. Ja, Vorsicht. Ich darf nicht nah an denen dran sein, falls meine Träne explodiert, aber ich darf auch nicht so richtig weglaufen, weil die sonst unter Umständen... Ja, aua. Böse Sachen machen. Der ist nicht mal gestorben davon. Die Sau. Oh, wie? Gegner. Muss auch... nicht explodieren, bitte. So, jetzt kann ich nochmal verwürfeln. Theoretisch gleich. Flup. Ich geh da mal rein. Ich habe so viele Schlüssel, ist egal. Was ist das denn da? Ich hätte das gerne, was auch immer es ist. Aber ich kriege es leider nicht. Schade. Neue Items. Ich will neue Items ausprobieren. So, komm. Einmal gehen wir noch und verwürfeln den Kram da nochmal. Möglicherweise kriegen wir was Sinnvolles diesmal. Es ist nicht immer dreimal. Oh. Tears Up und Knockback Shot. Cool, cool. Ich würde sagen, das ist neu, aber ich habe das Gefühl, die Runen gab es vorher schon. Aber die hatte ich, glaube ich, wenn dann noch nie. Tor Spades. Ja, komm, 16. Mehr werde ich, glaube ich, nie wieder brauchen. Und dann gehen wir einfach weiter. Der Knockback Shot. Kablam. Der funktioniert prima, der Knockback Shot. Und das Verkleinern funktioniert auch super. Und der Schaden auch. Und überhaupt. Und rums. Das ist ja cool.
schieße so schnell, das ist auch echt schön. Ah, das sind meine und das sind nochmal böse. Schade. Da muss deine Fliege für sterben. Das wollte ich eigentlich nicht. Egal, wir gehen weiter. Wir könnten das sogar fast noch wieder aufholen irgendwie, ne? Aber, also zeitlich meine ich jetzt, aber mal gucken. Ich glaube, ich bin da zu langsam für. Also ich mache nicht zu wenig Schaden, sondern ich glaube, ich bin einfach tatsächlich zu langsam. Dass ich das nicht hinkriege. So, da oben kommen wir prima rein. Man gönnt sich ja sonst nichts. Das kam jetzt aber plötzlich da so in der Mitte rumgeeiert. Das fliegt mir da so eine Spinne ins Gesicht, ne? Und explodiert dann vor allem auch noch. Oh, Mr. Fetti. Mega Fetti. Fetti. Fetti made fett. So ein komisches, dickes, komisches Viech halt. Er ist dick und ich mag ihn nicht. Wobei das eine nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun hat. Au, ich mag den einfach nicht, weil er doof ist. Das ist eine ganz andere Geschichte. So. Das war's auch schon. Tears down. Ja, dankeschön. Naja, ich denke, ich habe immer noch relativ viele Tears. Das passt also schon. Plöpp. Einfach mal umgebraten. Ich habe echt ziemlich viele Tears. Muss man sagen. Kaboom. Sind da gerade zwei rausgekommen? Ich hoffe ja wohl nicht. Die Spinne! Tötet! Sie wird kleiner. Diesmal gehen. Ja, komm doch! Whatever, wir gehen da rein. Gib ihm! Das ist doof. Das ist echt doof. Das finde ich nicht in Ordnung. Böse Viecher. Was tut das? Münzen. Super! 3 Münzen für ein Seelenherz. Na, vielen Dank. Das hätte ich mir sparen können. Ganz einfach gesehen, dass ich noch fast einen Herzinfarkt gekriegt hätte bei den, bei den blöden Viechern. Ich habe mehr Reichweite als ihr. Und ich muss mich mal an der Nase kratzen. Das sei hiermit passiert. Ich habe Angst und es ist gefährlich. Böse Bomben fliegen. Böse Bomben fliegen. So, das ist auch wunderschön, wenn die brennen. Weil die dann einfach da so rumstehen und tatsächlich noch kaputt sterben. Wenn sie denn brennen, während sie da rumliegen. So, erstmal das hässliche Türmchen. So haben wir nicht gewettet, Kinder. So haben wir nicht gewettet. Nein, nicht der hässliche Poop. Oh, es geht aber. Es tut nicht so richtig viel, wenn man schnell schießen kann und relativ viel Schaden macht, gefühlt. Komm. Haha, sogar das hat noch funktioniert. Das ist ja schön. Ich brauche zwar das Herz nicht, was da liegt, aber warum nicht? Zumindest, die brennen dann aber nicht irgendwie wie... Au, die ja manchmal brennen, ne? Das ist schon mal positiv, dass sie das nicht tun. So, komm, machen wir mal. Kein Geheimraum, das ist traurig, aber ein komischer Schlüssel. It feels lucky, somehow. So, da hinten müsste noch irgendwo ein Geheimraum rumhängen. Ein Itemraum. Theoretisch auch noch ein Shop, ne? Oder? Vertue ich mich gerade. So, Mr. Mega Blast Damage, warum nicht? Nehmen wir mit. Würde mich jetzt interessieren, ob das auch den Schaden, den Blastschaden von dem Ding hier erhöht. Oh, was ist das denn? Eine Tüte. Psst. Oh, Items, die ich gerne hätte. Eine Tüte für Isaac. Der Arme. Jetzt steht ihm einer die Tüte über den Kopf. So. Was haben wir hier? Den Gurdy. Der Gurdy ist kein Gegner, den man zu ernst nehmen muss, glaube ich. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Ich muss halt nur ein bisschen aufpassen, dass ich nicht mich hier sprenge oder so, wenn da irgendwie... Ja, es geht aber. Map. Ich mache richtig viel Schaden inzwischen, ne? Was haben wir denn hier? P und Luck ab. Ja, warum nicht? Also bei beiden, warum nicht? Das finde ich übrigens gemein. Da komme ich nämlich an beides nicht sinnvoll dran. Das heißt, wir gehen. Und ich hätte mein Buch benutzen können. Warum habe ich mein Buch nicht benutzt?
Verschenkter Schaden. Traurig sowas. Hier benutzen wir es aber. Einfach direkt zu Anfang. Dann kann uns direkt nichts. Dann können wir es direkt nicht vergessen. Diesmal habe ich auch noch nicht so viel Schaden. Oh, der ist aber klein da hinten. Tihi. Da. Warum bin ich hier jetzt noch so reingelaufen? War schon ziemlich blöd, ne? Wah! Da! Es kommt mir hinterher! Eieiei, das ist ja gemein. Kommt mir da fast noch die Bombe hinterher. Also nicht nur fast, sie ist mir hinterhergekommen. Sie ist nur zum Glück da nicht mehr rechtzeitig explodiert. Puh, wie fies. Erstmal das, danke. So. Oh, ein Mini-Mini-Mini-Dingens. Dingens, Minitürmchen. So. Bombenfliege? Ah, schade. Wollte eigentlich, dass die anders explodiert. Egal, passt schon. Jetzt haben wir wieder genug Geld für einen. Warte mal. Ist nur Blast Damage, ne? Nehme ich nicht an, ist auch Blast Radius? Weiß es nicht genau. Ich probiere es lieber nicht. Ich werde aber tatsächlich hier alle Bomben verbraten für sowas, weil ich immer hoffe, dass ich da genug habe. Dass ich sowieso. Ja, au. Dass ich sowieso genug Bomben habe und dass ich. Da noch irgendwas rauskriege, irgendwas Sinnvolles. Seelenherzen, um genau zu sein. Die sind das Wichtige, Interessante, das ich gerne noch haben würde. Oh, kann der etwa brennen, wenn ich ihn so anschieße, wollte ich eigentlich fragen. Oh, da ist er wieder groß geworden.